Stellen aufmachen. Aber das wollen wir natürlich noch nicht. Wir müssen weiter zum Einstandsleiter und ich sehe schon die Spuren. Da geht's weiter. Nanu? Wen haben wir denn da? Die Green Mile. Warum die Green Mile heißt, werden wir wahrscheinlich jetzt gleich sehen. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Das fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Das ist Poison Ivy. Auch ein relativ alter Gast. Die ist sehr, eine sehr, sehr hübsche Frau. Seit die Botanikerin Pamela Isley aufgrund eines misslungenen Experiments zu einer menschlichen Pflanze mutierte, fließt in ihren Adern Chlorophyll. Sie ist in der Lage, durch bloße Berührung, tödliches Gift zu übertragen und unterwirft ihren Opfer mit Hilfe verschiedener Pheromone ihrem Willen. Seit sie ihrer menschlichen Seite den Rücken kehrte und sich mehr und mehr mit der Natur identifizierte, sind ihre Verbrechen vor allem ökologisch motiviert. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihren Verführungskünsten dank seines eisernen Willens bisher allerdings stets entziehen konnte. Dafür ist sie nämlich bekannt. Poison Ivy ist nämlich eine Art, wie kann man sagen, sie sieht sich als eine Art Aphrodite der Pflanzenwelt. So. Ah, hier sind auch überall Zellen noch. Und sie ist ganz traurig, dass die ganzen Pflanzen draufgehen werden. Das tut mir leid. Trotzdem hat sie ein normales Skelett. Fällt mir gerade auf. So, wir wollen aber schon zum Anstaltsleiter und hoffen, in der Richtung weiter fündig zu werden. Na nö, ein Pfeil von vertauschter Identität. Da oben ist wer eingesperrt. Ich bin hier oben. Was ist das denn? Ist das noch eine Zelle? Huch. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Was? Hey! Harley! Sie müssen mir helfen! Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Oh oh, sie ist frei. Sich so viel besser. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Das sieht nicht gut aus. Schneid mich. Okay, machen wir, Herr Anstaltsleiter. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Ein neues Gadget, kryptografischer Sequenzer, benutzt Ultraschallfrequenzen, um Sicherheitssysteme kurz zu schließen. Ja, endlich haben wir den. Es Zack. Gibt immer einen Ausweg. Immer. Genau. Ja, wir werden jetzt gleich, genau, wir müssen das erste Mal sogar hier was hacken. Da. Wahrscheinlich, weil die Tür hier zu ist, ne? Ja. Das heißt, wir müssen dieses Ding hier hacken. Oh.
Und zack. Damit wäre das Problem schon mal gelöst. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Besser nicht. Viel Spaß da unterm Tisch. Wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. Und hier hinten sehen wir noch was Interessantes. Hoch, noch ein Anstaltsleiter. Aber nein. Mit Anstaltsleiter Quincy Sharp sollen wir sprechen. Okay. Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Ihr könnt mich hier nicht eingeschlossen sitzen lassen. Tja, nur dass das nicht Quincy Sharp ist. Das hier ist ein alter Bekannter von Batman. Machen wir es mal gerade. Genau, ein Fall von vertauschter Identität. Du wirst eines Tages ein Niveau erreichen, das nur etwas unter meinem liegt. Clayface. Tja, so sieht der Liebe eigentlich richtig aus. Und zwar, Carlo war ursprünglich Schauspieler in Horrorfilmen, verlor jedoch den Verstand, als er erfuhr, dass einer seiner größten Erfolge mit einem anderen Schauspieler neu verfilmt werden sollte. Er schlüpfte daraufhin in die Maske des Filmschurken Clayface und tötete mehrere Mitglieder der Crew, die an dem Remake arbeitete, bevor er von Batman und Robin aufgehalten wurde. Später schloss er sich mit dem Mud Pack an, einer Gruppe von Gestaltwandlern, die den Namen Clayface benutzen. Die Gruppe wurde besiegt, aber Cardo überlistete seine Verbündeten, injizierte sich die Essenz und gelangte übermenschliche Fähigkeiten. Als Gestaltwandler kann er Gegner durch eine Berührung in Protoplasma schmelzen. Ferner kann er die Fähigkeiten von Helden oder Schurken imitieren, die er kopiert. Tja, das ist ziemlich, ziemlich praktisch. Das heißt, wir haben den, dieser Typ kann quasi in alle möglichen Gestalten rein. Das ist natürlich heftig. Und, tja, sobald man sich einmal umdreht, spricht man auch danach mit Gordon. Hey, Gordon. Ja, kannst du was anderes sagen? Okay, er kann anscheinend nur die Gestalt wandeln, wenn wir ein wenig von ihm weggehen. Mal gucken, was er gleich für eine Gestalt hat. War hier oben noch was? Ja, hier war noch was. Eine Zelle zum Sprengen natürlich. Ja, kennt man ja, die ganzen Zellentüren, die man aufsprengen kann. Und, naja, wie es aussieht, müssen wir uns den Weg wieder aus der Anstalt rausbahnen. Mit all den freien Gefangenen, die jetzt da rumlaufen. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, das wird kein Zuckerschlecken, glaube ich. So. Clayface macht da seine lustigen Verwandlungen weiter. In der Zeit müssen wir versuchen, nach dort zu kommen. Kommen wir hier durch? Oh, Tatsache. Tatsache. Alles fit, Mann? Wohl nicht. So, hier können wir direkt nochmal den kryptografischen Sequenzer benutzen. Die haben verschiedene Level. Der hier hat das Level 1, das heißt, wir müssen nur eine Sequenz zerstören. Es gibt allerdings noch welche, die dann später mit zwei Levels, Level 3 haben oder Level 5 und so weiter und so fort. Also, wir haben noch einiges zu entdecken, Freunde. Es ist noch nicht... Oh, wir haben eine neue Herausforderung freigeschaltet. Ich werde, nachdem ich hier diesen Singleplayer-Modus fertig habe, werde ich natürlich auch nochmal den Herausforderungsmodus spielen, wo wir einfach ein bisschen rumfighten werden und so. Und, naja, wir werden sehen. Scannen. Ups, Poison Ivy ist weg. Und auch alle anderen Zellen sind leer. Wir hören schon, dass das nicht so eine geile Idee war. War hier nicht auch noch eine andere... Ich bin mir fast sicher, dass hier auch... dass hier irgendwo eine besondere Zelle war. Ah, hier. Ja, gut. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Fragezeichen. Ich dachte, ich habe das Finden leicht gemacht, aber das stimmt wohl nicht. So. Nö. Hier wird sonst nichts mehr. Kann man denn hier in diese Zelle auch rein? Nee, kann man auch nicht, ne? Schade. Oh, fuck. Das ist einer von den Verrückten.
Die kann man, die muss man nämlich ausschalten. Die stehen immer wieder auf. Das sind so kleine Stehaufmännchen. Die haben Power ohne Ende. Dankeschön, machst du bitte auf, danke. Darum ist das Ende aller Tage, selbst für gefeiertsten Mörder. Überraschung! Harley Quinn. Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Meinst du? Nun, jetzt ist es da. Oh oh. Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Du forderst mich heraus? Ihr seid Idioten. Na dann. Ihr wimmelt vorbei. Zack, wir müssen versuchen, dass sie nicht an ihre an diese Waffen rankommen. Hey Batman! Sanft zu meinen Jungs! Sei sanft zu den Jungs, ja, nix da. Kriegen alle ordentlich auf die Mappe. Was will ich davon? Du willst auf die Fresse, habe ich gehört. Ja, komm her. Bam! Erstmal eine Bauchschelle, Junge. War es so leicht, wie es aussah? Hm, naja. Es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Das werden wir ja noch sehen, Harley Quinn, ey. So. Ist hier denn noch alles unter Strom? Mist. Können wir das irgendwie ausschalten? Also wieder normal machen? Wohl gerade zumindest nicht. So, aber wir können auf jeden Fall da oben lang. Wie ist das denn? Können wir hier... Oh, ich glaube, das dürfte gehen. Und... Patientenberuhigungssystem deaktiviert. Perfekt. Weil sonst hätten wir da unten nicht lang gekonnt. Wir können allerdings, hätten sowieso hier unten lang gekonnt. Das heißt, wenn wir hier das Ding hacken, das mache ich jetzt einfach mal. Na los! Ist das schon? Yes! So, jetzt haben wir da unten nämlich auch die Tür offen. Das kann praktisch sein. Wir hatten aber gerade noch eine Aufgabe, die würde ich gerne noch lösen. Deswegen habe ich auch diese Zellen gerade diesen Strom weggemacht. Jetzt weiß ich noch nicht, ob da unten uns wieder irgendwelche Stärken erwarten. Ich hoffe mal nicht. Hier war auf jeden Fall auch noch irgendwo ein Fragezeichen. In einer von den Zellen, meine ich. Wenn ich mich recht entsinne. Okay, lag auf jeden Fall nicht mal so eins rum. Das hatte ich nämlich im Kopf. Dem scheint wohl nicht so zu sein. Das können wir versuchen zu hacken. Allerdings auch Stufe 3. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass man das noch aufleveln muss, aber es ist gar nicht so. Yes. Und damit ist die Tür auf. Hier war irgendwas drinne. Moment. Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich noch die Zelle finden, von der hier eben die Rede war. War das hier?